Moin Moin, Freunde der schnodderigen Widrigkeiten. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV, immer noch die Nase voll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nichtsdestotrotz will ich irgendwas zeigen, hier was entdeckt. Kalkala hat was entdeckt. Die Arena der Narren ist schon ein bisschen fortgeschrittenerer Spielstand jetzt. Gut, ich komme gleich in die Arena der Narren, beziehungsweise das Kolosseum der Narren. Hier könnt ihr euch Geo erspielen, es war bockschwer. Ja, zumindest mit den Fähigkeiten, die ich jetzt hier gerade habe. Das ist nicht viel. Ich hätte zwar einen längeren Nagel, aber dann kann ich wieder um den Schild nicht benutzen. Der ist. Da muss ich wirklich. Ich habe so die Sockel, habe ich nicht. Ich muss dann da sehr genau abwägen. Ey. Spätestens hier wisst ihr auch, warum ihr euch so oft heilen könnt. Ich dachte am Anfang, das ist ja easy, das Spiel. Kann sich ja schön heilen. Ich habe es auch jetzt ermöglicht für meinen Karl, mich schneller zu heilen. Aber es ist immer noch teilweise viel zu langsam für manche. Ich brauche nochmal eine deutliche Geschwindigkeit. Ein Geschwindigkeitsboost braucht da. Die Zeitfenster sind so knapp. Teilweise, das ist krass, das Spiel. Hier. Das wird gleich noch richtig lustig hier. Echt, der ist schon weg. Ich hasse diese beiden Dinger, ey. Geht auch nicht. Die sind so clever programmiert. Lauf. Die gehen mir nicht so leicht auf den Leim hier. Jetzt eben war für einen Moment ein bisschen dümmer. Der fliegt mir nicht vor die Flüte, vor die Flinte, würde ich sagen. Da kann ich lange drauf warten. Nein, da geht's auch noch. Da geht im Leben nicht, dass es da hinten auch noch runter geht. Ja, tatsächlich. Okay.
Schlaf doch. Also. War da noch nicht alles. Wenn es so wäre, wäre es schön. Nein, ich bin ja zu früh oben. Oder nicht? Dachte ich, unten dachte ich. Und vorher noch Pixar. Bart, gib mir doch mal ein Zeitfensterspiel, bitte. Nice.
Das war mal so ein Arena-Kampf. Ihr kriegt ordentlich Penunsen. Was hatte ich? 7218. Mal schauen, wie viel ich gleich habe. Genau 1000. Nice, aber gut, was heißt nice? Ich weiß gar nicht, wohin damit. Also, vielleicht mal einen Talisman holen. Irgendwo noch. Ich habe auch noch längst nicht alles abgesucht. Das ist wirklich so dermaßen riesig, dieses Spiel. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Heftig. Heftiges Spiel. Hier in der Mitte sind ja nochmal Köpfe, diese großen. Und da auch links, unter dem entfernten Dorf. Die auch gesucht. Ich finde den Boss nicht. Da fehlt mir wohl eine Fähigkeit. Und irgendwo hier in dem Bereich, genau, mich auch noch ein. Das sind wohl die drei großen, die es noch zu suchen gibt. Und dann scheint das Spiel wohl danach zu Ende zu sein. Aber ja, keine Ahnung, wo die sind. Beziehungsweise, ich habe eine Ahnung, wo die sind. Dass man sieht es ja. Aber wie ich da hinkomme. Beziehungsweise ich habe keine Ahnung, wie ich, wo ich die Fähigkeiten dafür bekomme. Ich bräuchte mal langsam einen höheren Sprung nach oben, dass ich mal nach oben springen kann. Ich kann bestimmte Bereiche einfach nicht erreichen. Da kann ich auch keinen Doppelsprung machen, weil über mir jetzt was ist. Quasi. Also hier natürlich an der Wand schon, aber es gibt Situationen im Spiel, da stehe ich vor über mir einer quasi einem Zugang und da ist nirgendwo eine Wand und da muss ich irgendwie so einen quasi Sprung, so einen Froschsprung nach oben, so einen Federsprung, nenne ich mal, wie so eine Feder, die man drückt und hochschnellen lässt. Ja, keine Ahnung, wo das sein soll. Das Spiel ist länger, als ich erwartet hatte. Es macht echt Laune. Hier gibt es noch weitere Bretter, wie ihr seht. Vielleicht stelle ich von den nächsten Brettern auch nochmal was rein. Die werden wahrscheinlich noch mehr Geo geben, denke ich mal. Weil das war ja noch die leichteste Prüfung. Das ist die Prüfung des Kriegers. Da. Jetzt habt ihr hier noch eine Möglichkeit. Und dort ist noch ein. Die kauft ihr quasi immer hier frei. Bei dem kleinen. Wie hieß er nochmal? Ja, ein kleiner Narr. Ja, passt ja zur Narrenarena bzw. zum Narrenkolosseum. Da kauft ihr die Zugänge frei. Nachdem ihr sie geschafft habt und dann geht's zur Sache. Dann warten einige interessante Sachen auf. Ich will nicht wissen, was da hier auf mich zukommt. Ja, ich mache vielleicht auch erstmal im Hauptspiel weiter. Ich weiß es gerade auch nicht. Bin da oben rechts. Bin gerade nicht angezeigt, weil ich den Talisman rausgenommen habe, weil da steht das Kolosseum der Narren. Ja, ihr seht auch unten rechts, quasi nicht ganz rechts, aber rechts, relativ rechts, unten seht ihr noch zwei Wege, die ich nicht begehen kann. Einmal ist da wieder so eine komische Sperre, glaube ich, gewesen, mit so einer schwarzen Substanz, die kann ich nicht aufknacken. Ob ein andermal, ja, der Sprung, der mir fehlt nach oben. Ja, Wahnsinn, was dieses kleine Spiel, dachte ich, also was heißt klein, nein, mir war schon klar, dass es umfangreich wird. Aber vom Preis kleines Spiel, was das für Welten bereithält und wie verknüpft sie sind. Es wird wirklich besser mit der Zeit und diese Arena-Kämpfe hier, das hat es wirklich auch ein Metroid voraus. Und die KI ist teilweise echt Wahnsinn. Gerade von diesen beiden Flugviechern, diese kleinen Fliegen, die dann immer mit Dreierschüsse machen mit ihren Dreier-Feuerkugeln schmeißen. Sie sind so widerlich, die könnt ihr auch nicht so leicht austricksen an Kanten und Dämmer schlagen. Die bleiben dann geschickt dahinter stehen. Eher treffen sie euch manchmal noch, wenn ihr drauf hofft, sie in euren Radius zu kriegen. Ja, das ist geil. Das macht Spaß. Das wollte ich dann mal reinstellen, weil es wäre doch zu viel geworden. Wenn ich von jedem Mal Spiel eine Folge reinstelle, dann bin ich nachher locker bei über 20 Folgen. Und das habe ich noch keinem Spiel irgendwie gewidmet, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Oder Sekiro, gut, habe ich auch eine Menge gemacht, aber so viel war es denn doch nicht. Auch nicht. Müsste ich mal durchziehen. Ja, bye bye und auf Wiedersehen.